Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Musikfreitag heute. Ich wollte erzählen, wie es letzte Woche beim Alligator Akustikkonzert Akkordarbeit war. Also, es war wunderschön, das war's. Ja, ich bin mit meinem Fräulein hingefahren. Wir kamen dort an, standen in der Schlange, kamen hinein und zack, da ging die Party auch schon rund. Ich glaube, wir waren in der fünften oder sechsten Reihe. Man sieht's hier, Moment mal, wie viele Köpfe sind denn da vor uns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 30, naja, der Saal war recht klein, es war echt gemütlich, heimelig und ihr werdet es nicht glauben, als ich für meine Mademoiselle ein Wässerchen holen wollte oder holen war, kam noch tatsächlich gerade in dem Moment kam Sandro hinten rein, Sandro Giampietro oder so, Sandro Giampietro, kam gerade reingeschlappt mit einer Frau, hinter der Bar durch die Tür und ich gucke ihn an, denke mir, gucke mal da, den Monsieur kenne ich doch und ja. Der Barkeeper oder der Mensch in der Bar dann eben gemeint, Moment mal, wer sind Sie? Hat ihn nicht erkannt. Dann hat er gemeint, ich bin die Band. Wenn ich hier nicht reinkomme, dann findet der ganze Jumble hier nicht statt. Und dann bin ich hin und hab dann halt guten Abend gesagt und dass ich mich auf die Show freue. War schon mal ziemlich cool. Leider habe ich Alligator so nicht getroffen. Ich bin dann kurz draußen noch gestanden und hab gelauert, weil ich dachte, na gut, wenn Sandro da einfach reinschlappt, kommt Monsieur Lukas vielleicht auch. Aber nein, er war wohl schon drin oder kam extrem spät, als man dann schon drin saß. Die Vorgruppe war richtig cool, also der Vorgruppär, Berker. Bricken hat mir sehr gut gefallen. Das war wirklich sehr, sehr cool, wie er da eskaliert ist. Also er hat wirklich sehr schön gesungen, sehr schön Klavier gespielt und Gitarre gespielt. Und das war wirklich alles tipptopp, da konnte man nicht meckern. Da alles dann rum war, das Vorprogramm, ging es auch schon los, wurde kurz umgebaut und Knickeldi-Knack kam Sir Strobel auf die Bühne. Und hat sich zurecht gemacht, hat sich eine Zigarette anstecken. Ja, und dann kam auch schon Sandro und dann ging es auch rund. Und es war wirklich sehr cool, die Lieder kamen richtig gut rüber. Eigentlich nach jedem Lied haben sie dann kurz pausiert und dann kam diese Theaterader, die Lukas besitzt eben heraus. Ne? Früher hat er viel theatermäßiges filmtechnisch gemacht und hat natürlich gemerkt, dass er da ihre Bauarbeiterrollen schön gespielt haben. Das war cool. Und dann haben sie immer kurz bevor die Lieder angefangen haben, eben Anspielungen gemacht, dass man schon wusste, ah, jetzt kommt gleich dies oder das. Und das war schon echt richtig cool. Hier zum Beispiel ist er dann während dem Lied nach oben geklettert, das war Fick ihn doch, und hat sich dann diesen Bohrer genommen. Und vor ihm, man sieht es hier ein bisschen, lag, die Bilder sind total behämmert, mein Handy ist scheiße. Vor ihm lag so ein Stück Holz und da hat er dann immer, fick ihn doch, dann da reingebohrt und so. Das war echt richtig, richtig cool, wie er da abeskaliert ist. Und dann ist er da oben noch rumgewackelt, ist dann wieder runtergeklettert und hat dann noch für andere Lieder einige Objekte benutzt. Da war so eine, links von Alligator war so eine Sache mit Schraubendrehern drin oder sowas. Und hat er dann im Takt dagegen geschlagen oder hat sich den Eimer genommen und hat den als Trommel benutzt. Das war schon echt richtig, richtig cool. Da wird die Bildqualität immer schlechter, weil die Farben für mein Handy bei der Dunkelheit richtig, richtig kacke sind. Was ich sehr cool fand, lass mich kurz gucken, hier sind plötzlich andere Bilder. Ich habe die Bilder hier erstmal nur in so einem Foto-Ding offen. Gegen Ende rufen alle halt Zugabe, Zugabe. Er hat am Schluss noch irgendwie ein Medley gebracht mit Trailer Park und so, mit Trailer Park-Liedern. Am Schluss saß er dann da und alle rufen Zugabe, Zugabe und weiter, weiter. Und er wusste halt nicht, was er machen soll. Er hat gesagt, er hat sein Repertoire ist erschöpft. Er kann sonst keine Lieder mehr, akustikmäßig mit der Gitarre. Und dann ist ihm dann doch noch ein Cover eingefallen. Das habe ich natürlich sehr, sehr gefeiert. Und zwar war das Es ist an der Zeit von Hannes Wader. Also eben Alligator-Version. Das war richtig cool. Also ich habe, als ich das Video irgendwann mal gefunden habe, fand ich es richtig geil. Ich suche auch immer nach wie vor jemanden, der mir das genauso wie es Alligator spielt, eben mir ein Instrumental macht, dass ich da auch mal drauf wursteln kann. Das war echt edel. Und dann spielt er da vorne das Lied und alle gucken sich um und was ist das? Und einige wenige, zu denen ich mich auch zählen kann, konnten dann gemütlich mitsingen und das war wirklich sehr, sehr schön so als Abschluss. Dann nochmal so ein packendes Lied, wobei er die zwei Strophen vertauscht hat. Ich dachte erst, er hätte sie komplett vergessen, aber später kam dann die Strophe, die eigentlich vor der anderen kommt. Ist ja auch egal. War richtig, richtig geil. Die Emotionen waren am überkochisch. Und ja, und ich habe Sandro, und ich konnte Sandro guten Abend sagen und ihm viel Spaß, viel Glück für seinen Auftritt wünschen. Das war schon ziemlich cool. Und dann sind die Madame und ich wieder heimgefahren, haben erstmal hart gefuttert. Beim Burger King. Hab ich euch erwischt, hä? Oh fuck, ich schmeiße gerade mit der Handyhülle rum. Ganz ruhig, Leute. Da kochen die Emotionen hoch. Hier unten in der Beschreibung sind die Links zu Berkan, zu Alligator und zu Sandro. Schaut mal rein. Verdammt, bitch! Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!